Hallo und herzlich willkommen zu Professor Layton und der Ruf des Gejagten, des Phantoms des Gejagten. Ja. So, was bisher geschah? Unsere Helden nehmen die vom Phantom hinterlassenen Schäden erneut im Augenschein. Anschließend einigt man sich, in einem Hotel in North Alley ein Zimmer für die Nacht zu nehmen. Von ihrem neuen Stützpunkt aus brechen unsere Knobelköpfe auf, um die Stadt weiter zu untersuchen. Ja, die Knöpfe. Oh. So, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Ja, da haben wir, glaube ich, schon alle Münzen. Ah, wir liefen jetzt im Kreis. Sehe ich das richtig? Wir haben schon gesprochen, mein Herr. Oh, diese Dame, mit ihr haben wir noch nicht gesprochen. Eine Münze. So. Nee, dahin möchte ich nicht. Okay. Zweite Münze. Wir belassen es bei 2. So, meine Molly. Als ich von der Angriff des Phantoms hörte, bin ich schnell geflüchtet. Allerdings mache ich mir Sorgen um meinen Chef Joe. Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Verzeihen Sie, haben wir ihn Bekanntschaft bereits gemacht? Oh, ich bin Molly. Ich arbeite im Hotel der Great Alley Street. Ich packte schnell alles zusammen und verließ das Hotel. Aber Joe weigte sich zu gehen. Er meinte, er wolle noch bleiben, falls Gäste kommen sollten. Ich muss schnell das Mikrofon richten. So. Was, wenn das Phantom das Hotel zerstört und auch immer noch drin ist? Ich muss zurück ihn holen. Kein Grund zur Beunruhigung, Fräulein. Wir müssen Joe begegnen. Er weiß, auf sich aufzupassen. Trotzdem habe ich kein gutes Gefühl dabei. Anstatt meiner kostbaren Puppen hätte ich besser ihn aus dem Hotel herauszehren sollen. Rätsel Nummer 17. Dieselbe Puppe? Hier siehst du 4 Puppen. Es mag zwar jetzt nicht danach aussehen, aber eine der 3 Puppen rechts entspricht der ersten Puppe. Welche der 3 Puppen A, B und C ist identisch mit ganz links? So, also einfach identisch. Ja. Okay. So. Also. Welche magst du es nicht danach aussehen? Es mag zuerst nicht danach aussehen, aber einer der 3 Puppen rechts entspricht der ersten Puppe. Welche der 3 Puppen A, B und C ist identisch mit der ganz linken? Wir machen wieder unsere berüchtigte Notiz. So. Nummer 1 ist grün. Ne, komm, wir machen gleich rot, so wie hier oben. Gleicher Gurt. Die gleichen 2 Streifen. Und die Kopfhaltung ist identisch. So. Nummer 2. Gleiche Strümpfe hier, falsche Kopfrichtung, das war's. Und Nummer 3. Das ist gleich. Das bringt mir nichts.
Wir schauen uns einen Tipp an. Neuen Tipp freischalten. Dieses kostet eine Hinweismünze. Natürlich sind diese Puppe alle verschieden aus, aber das Wort identisch trifft es auf den Kopf. Auf den Punkt. Andere besonders darauf, was die Puppen für Kleidung anhaben. Das habe ich ja gesehen. Identisch. Keine Ahnung. Lache, Wilde. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie die Puppen aus verschiedenen Perspektiven aussehen würden? Überlege, wie du dies überprüfen würdest, wenn du sie in der Hand hieltest. Ja, ich würde die Puppe umdrehen, das würde ich machen. Das heißt, wenn ich die Puppe umdrehe... um 180, dann haben sie den gleichen Kopf wie die hier. Die verkehrt, die verkehrt. Also die ist nicht richtig. Identisch. Also, ich mache jetzt einfach, ich kann mich nicht entscheiden, also überlasse ich es dem Zufall. Jetzt kommt ein schweizerdeutsches, wie soll ich sagen, so, einfach so ein Vers, um zu entscheiden. So, und das geht so, A-Zelle, Böle, Schelle. Jetzt mache ich es im Kopf, ich zeige es jetzt, aber ich kann es auch mit der Maus zeigen. Also, A-Zelle, Böle, Schelle. Die Seele kommt sie wieder an, hört sich an wie bei. Und du bist unredlich dus. Und voilà, meine Antwort. Eine herrliche Denkaufgabe. Keine Ahnung wieso, es war richtig. Es ist Puppe C. Die Puppe lässt sich umdrehen und ein anderer Oberkörper befindet sich unter dem langen Rock. Sobald du die Puppe drehst, fällt der Rock und gibt Oberkörper und Kopf der anderen Puppe frei. Du musstest also auf die Farbgebung des Kleides und der Gliedmaßen achten. Aha. Ja, ich wäre nie darauf gekommen. Aber gut, wir haben's. Sind das Ihre Puppen? Ja, sie sind mir besonders wichtig. Sie waren das Einzige, was ich bei meiner hastigen Flucht mitnahm. Aber wie konnte ich dabei nur meinen Chef zurücklassen? Ich hätte ihn zwingen sollen, obwohl ich nicht wirklich glaube, dass Phantom die Great Alley Street angreift. Hoffentlich passiert schon nichts. Au revoir! Mann! Miau! Hey da, Kätzchen, ja! Kätzchen! Miau! Welcher Putzig ist hier? Es hat eine Halsbandung, also ist es hier mal gehört. Fangen wir an! Warte, Luke, halt! Tja! Und da dachte ich, Luke wäre alt genug, um nicht Hals über Kopf einem Tier nachzurennen. Luke war zwar ein übervorsichtiger Junge sein, aber ein Kind ist er noch wie vor. Zeigen wir auch etwas kindliches Gemüt, Emmy. Er ist in Richtung Westen davon, also hinterher. Ja, da in der Laterne ist jetzt leider nichts, aber im Dreirad fanden wir es fix. Also zwei haben wir und wir sprechen mit diesem Herrn. Was sind denn das hier für Striche? Seht ihr die auch? Bitte mal.
Haben Sie das bezaubernde Kätzchen eben gesehen? Passt nicht zu ihm. Hugo, so heißt mein Bruder. Oh, jetzt habe ich es geklickt. Na dann, wie hinterher. Die Bürger sind ja gerade zu zuckerlos und rennen umher wie die Wilden. Nun, wenn Sie das sagen. Danke, Emmy, wir sollten Luke einholen. Stimmt, na dann los. Er ist nach wie vor Westen gelaufen, oder? Nee, Osten. Emmy, wir müssen Luke alsbald ausfindig machen. Er ist Richtung Westen gerannt. Da! Ui, dieses Kätzchen ist ja schnell wie der Blitz. Ach, da bist du ja. Fast dachten wir hätten dich verloren. Wo ist denn nur hin? Da ist sie! Professor, halten Sie ihn auf! Schon gut, Emmy. Laufen wir ihm einfach nach. Ich stelle wiederum fest, mit Ihnen wird es nie langweilig, Herr Professor. Ja, meine Stimme! Ich kann nicht so gut Frauen stimmen, darum. Einfach so hoch ich kann und das hört sich schon recht kaputt an. Wasser ist nix, da ist auch nichts. Ah, eine Münze von 3. Wow! Nee, da will ich nicht hin. Ja, eine Münze habe ich gefunden. Trick. 2. Und die Zeit ist um. So. Hier, Mietz. Sie hat uns wohl abgehängt, eine Katze mit Düsentrieb. Wo ist sie nur hin? Möglicherweise ist es welche in ihr Revier. Erkunden wir es ein wenig. Vielleicht finden wir sie ja. Oh, oh! Es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Was für ein Wunder, dass es sich... Okay, wir haben alle drei. So. Herr Griesbart. Junge. Das war ja ein beachtlicher Anstieg. Das ist der Herr, den wir bereits vorhin getroffen haben. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Hallo, ihr Lieben. Ganz fantastisch geht es mir. Schaut euch nur mal um. Und ein entzückendes Grün. Es ist überall so viel Grün, dass ich es kaum ertragen kann. Geht's Ihnen wirklich gut? Aber sicher. Ich jauchze vor Glück. Grün hier, grün dort. Eine Explosion, der grüne Wunder. Manche Bewohner dieser Stadt sind unbeschreibbar begeisterungsfähig. So. Oh. Dies sieht ganz aus wie eine Forschungsanlage. Liege ich da richtig, Luke? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie hier. Ist deine Katze vielleicht in dieses Gebäude geflohen? Schauen wir doch mal hinein und finden es heraus. Oh, ein Klick. Wow, new record. Wow, one click. Oh, ja, das braucht allgemein ein bisschen mehr, ne? Oh, und wir haben die 3. Herein mit uns. Ich finde die Musik immer so geil. Oh, sehr schön. Ein Bucket. So. Komm, es ist nur noch ein. Only one. Yes! Willkommen im Marienforschungszentrum. Wie kann ich euch helfen? Guten Tag. Wir haben auch schon nach einer... Guten Tag. Wir haben auch schon nach einer Katze.
Sie ist in Richtung dieser Anlage gerannt. Wohnt sie vielleicht hier? Tut mir leid. Ihr Katzen können mir nicht dienen. Dafür haben wir Katzenfische. Aber ich glaube, ich weiß, um welche Katze es sich handelt. Ich verrate es euch. Aber helft mir doch bitte erst mit diesem Rätsel. Werd ihr so nett, ja? Siebentausend! So, Fische vierer unterschiedlicher Farben leben in diesem Becken, aber leider sind sie nicht gut aufeinander zu sprechen. Orange mag gelb. Ja. So. Orange mag gelb. Gelb mag blau nicht. Gelb mag blau nicht. Blau mag lila nicht. Blau mag lila nicht. Lila mag orange nicht. Und lila mag orange nicht. Du sollst noch vier Trennwände zwischen den Kerben am Beckenrand ziehen, um die Fische in harmonischen Paare anzuteilen. Wobei ein Paar... Einzuteilen, wobei ein Paar aus zwei Fischen derselben Farbe bestehen darf. Okay. Also eine Trennwand, ne? Irgendwie ist hier ein guter Strich. Hier sieht es noch gut aus. Das geht, oder? Ja, das geht. So, dann ist der ja alleine. Und das geht ja nicht, also würde ich es hier durchziehen. Dann könnte man den hier weg. Das sieht eigentlich ziemlich solide aus, finde ich. Versuchen wir es doch. Aha, von hier aus. So. Hier hin. Und der hier hin. Ich hoffe, das ist noch richtig. Also, bevor ich es abgebe. Bevor ich auf OK drücke. Ja. Ja. Oder? Kann ich den einfach hier rübersetzen? Ja, super, danke. So. So. So, jetzt sind alle wirklich getrennt, ne? Ja, komm, wir lassen es so. Wie wäre es hiermit? Ja, ich habe es richtig. Ich wusste es. Wie schön, dank deiner weisen Lösung herrschen wieder Frieden, Harmonie im großen Fischbecken. Ich hab's geschafft! Würden Sie uns nun bitte sagen, wo die Miezekatze hin ist? Natürlich, eure Katze wohnt tief im Wald in einer eigentümlich alten Hütte. Sie findet Gefallen an so einem Fischsammel und stattet den Kleinen ab und anderen Besuch ab. Sie erforschen also Fische. Miss Tellery hat eine überaus bemerkenswerte Vielfalt an Fischarten vorzuweisen. Also errichtet man zu ihren Erforschungen dieses Zentrum,
Tatsächlich sind wir vor kurzem sogar auf eine neue Art gestoßen, die wir nun beobachten wollen. Vielleicht möchtet ihr uns ja zur Hand gehen. Na, was sagt ihr? Wir sollen einen Fisch beobachten? Klingt nach ziemlich viel Arbeit. Ich weiß nicht. Ach was, ich helfe Ihnen natürlich gerne. Ich wusste gleich, dass du ein Tierliebhaber bist, mein Junge. Mach dir keine Sorgen. Der kleine Fisch wird dich bestimmt sofort in sein Herz schließen. Leider hat er noch keinen Namen. Fällt dir vielleicht etwas Passendes für ihn ein? Gib deinem bunten Fischlein einen Namen. Und wie er heißt, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und sage nur Tschüss mit